Wie wirkt denn das, wenn man da so rauskommt und dann direkt auf dieses Gebäude schaut? Naja, gewaltig, ja, auf jeden Fall. Hässlich. Das ist auf jeden Fall schon mal ehrlich, ja. Also optisch gefällt es Ihnen schon mal nicht? Nein. Okay, und wenn wir uns das mal anschauen, was da reinkommen soll, Supermärkte, Ärzte, Büroflächen, was halten Sie davon? Ich weiß nicht, ob man da nicht schon genug hat. Und Sie? Ja, was soll man sonst nicht anderes machen, da halt dann auch, ne? Deswegen halt dann auch, also, okay. Was könnte man sich sonst da vorstellen auf dem Bahnhofsvorplatz? Wenn Sie frei gestalten könnten, was hätten Sie dort gemacht? Ein Park, Bäume und dann halt eine Grünfläche, ja. Ja, das auf jeden Fall. Das habe ich heute schon öfter gehört. Okay. Aber ist schön, ja, kann ich mir auch vorstellen. Und Sie? Könnte ich mir auch vorstellen. Schönes kleines Erholungsgebiet inmitten der Stadt. Kleines Café noch dabei und sowas, ne? Und ein bisschen was zu trinken und sowas und dann wäre alles in Ordnung gewesen, ja. Ja, ganz gut. Also ich würde mal sagen, das ist normal. Also das ist in Ordnung. Ist in Ordnung, finden Sie? Ja. Könnten Sie sich auch irgendwas anderes vorstellen da? Was? Nee, das ist in Ordnung so. Könnten Sie sich gar nichts anderes vorstellen? Nee. Nein, kann ich nicht. Okay, danke. Zum Thema nochmal diese Bebauung, das nennt sich ja Citygate. Was konkret stört Sie da dran? Das ist viel zu groß. Der Bahnhof ist klein und kuschelig. Wenn man zwischen diesen Häuserfluchten durchguckt, sieht man das wie so eine kleine Bude da hinten stehen. Das passt einfach nicht von den Proportionen. Und ich finde, es muss auch nicht alles mit Kommerz zugepflastert werden. Wir hätten zum Beispiel einen guten Busbahnhof dort an die Stelle tun können. Da müssen die Leute jetzt da hinten rüberlaufen. Man hätte auch mal eine Grünfläche mit Brunnen und Bäumen haben können. Und das stört mich daran einfach. Also ich würde erstmal viel freie Fläche lassen und dann auch noch irgendwie so ein paar Statuen oder so aufstellen. Okay, und Sie? Ich würde es grüner gestalten. Also ich finde es immer, wenn man irgendwo hinkommt, dann sollte es sich freundlich wirken. Eine Grünfläche wäre zum Beispiel vielleicht nicht schlecht mit einem Brunnen. Spielmöglichkeiten für die Kinder, das war, glaube ich, auch da hinten ein bisschen Mangelware. Einfach ein bisschen offener und schöner gestalten. Ich meine, da unter der Brücke ist es, sage ich mal, auch nicht so ein schöner Fleck. Wenn man einfach hier vielleicht einfach mal so ein offenes, freundliches Feld, ich glaube, das würde richtig gut tun hier. Wisst ihr, was das hier ist, was hier entsteht? City Center Ding da, oder? City Gate. Ja, oder so. Was halten Sie davon? Ja, nicht viel. Ich fand's geiler, als da nichts stand. Ja, kann ich verstehen. Und was hätten Sie sich gewünscht, was da hätte hinkommen sollen? Ja, gar nichts. Dass das einfach so bleibt, wie es vorher war. Das wäre doch mal schön. Das wäre mal ein richtiger Farbtupfer in Bremen, genau. Oder? Was meinen Sie? Bestimmt nicht verkehrt. Das würde ich gut finden. Ja. Finden Sie denn, man hätte das irgendwie anders planen können? Ja, sicherlich. Man hätte ja die Bürger fragen können, wie die das vielleicht gerne gestalten würden. Und ja. Oder Steffi, was meinst du als Braut? So. Ich mag das immer gerne, wenn viel Grün in der Stadt ist. Der Block ist für wenige. Aber der Platz, der vorher da war, war für die Allgemeinheit. Und den hätte man ausbauen sollen, meiner Meinung nach. Was hätte man Ihrer Meinung nach da ausbauen sollen? Ja, da war ja mal geplant oder auch sogar schon installiert eine Skatebahn. Und da hätte man für die Jugend unserer Stadt viel mehr machen können. Andere Sachen, auch wie kleinere Kinder oder auch mal mehrere Parkbänke. Versuchen Sie mal hier als Gehbehinderter irgendwo eine Parkbank zu finden. Außer dort, wo die Besoffenen liegen. Ich finde das schrecklich. Ja. Ich war hier, glaube ich, vor 3 Jahren, wo es noch nicht gab und ich könnte die Stadt nicht wiedererkennen, ehrlich gesagt. Wir wussten nicht, dass wir hier da waren. Das sind Sie wahrscheinlich nicht alleine. Was denken Sie denn, hätte man anstelle dessen machen können? Also noch ein Park, wo wir jetzt eben waren, fand ich ziemlich schön. Oder ich weiß nicht, was hier die Bremen voll ist. Also vielleicht einen besseren Fahrradstand oder
Ja, könnten Sie sich auch so was Parkähnliches mit Teich oder so, Bänken vorstellen? Oh, das wäre prima. Ich meine, die Busse jetzt hier, Flixbus, stehen irgendwie nirgendwo. Das wäre zum Beispiel akzeptabler als so ein Riesending. Und was genau wird da gebaut? Das nennt sich Citygate. Da kommen Supermärkte, Praxen, Anwaltskanzleien und sowas rein. Ist doch gut, dass man im Zentrum irgendetwas da baut, das zum Beispiel Anwälte und Ärzte hat. Ich bin der Meinung. Ja. Und hätten Sie sich sonst, wenn das jetzt nicht da stehen würde, was anderes vorstellen können für den Platz? Ja, das ist ja gerade eben Zentrum Bremen. Wenn da etwas sein sollte, dann sollte es schön sein. Das Problem mit Arztpraxen ist so, dass es bestimmt irgend so ein quadratisches Gebäude sein wird, das nicht so cool aussehen würde. Das nicht so gut zu dem Gesamteindruck der Stadt machen sollte, würde. Und was für ein Gefühl haben Sie, wenn Sie aus dem Bahnhof rauskommen und der Blick da drauf geht als allererstes? Blockade. Blockade? Ja, das ist geschlossen. Also geht man rein. Wenn es so aussehen wird, wie ich mir es vorstelle, dass es ein Block ist, ja. Dann ist es so, dass man, wenn man rauskommt, einfach so einen Block vor sich sieht. Und noch schlimmer wäre es, wenn da noch die Tausende von Anzeigen draufstehen. Arztpraxis, HNO-Praxis, das ist nicht das Erste, was man sehen möchte. Also ich komme aus Hannover und da, wenn man rauskommt vom Hauptbahnhof, da gibt es noch diese Straße Kröpke. Da hat man volle Sicht nach vorne, bis zum Ende des Zentrums. Das wäre sofort so ein Stich im Auge oder so, wie man so sagt. Ich habe da jetzt kein Problem mit. Es ist noch nie mal aufgefallen. Ich finde das gut. Ehrlich, warum? Weiß ich nicht, weil keine Sonne kommt, das ist gut, besser so. Okay, also weil es Schatten gibt, ja? Ja, genau. Okay. Und meinen Sie, Sie gehen da auch mal einkaufen? Weiß ich nicht. Erstmal muss was kommen. Kommt drauf an, was kommt. Okay. Also Sie hätten, wenn Sie entscheiden hätten dürfen, nichts anderes gemacht, sondern genau das? Nein, ich hätte lieber freigelassen. Ja? Ja. Was gefiel Ihnen daran, dass es frei war? Das war schön hier. Alle Leute hier gespielt und war alles lachen da. Jetzt ist eine ganz große Gewalt. Aber was soll man machen? Kann man ja nicht ändern. Besser wäre eine Freizeitpark mit Eintritt. Schön. Das ist ganz schön. Finden Sie schön? Ja, das ist schön. Wenn Sie jetzt bestimmen hätten können, ob da was anderes hinkommen sollte, was hätten Sie da gesagt? Nee, was soll ich Ihnen denn sagen? Das ist schon dann vielleicht eine Kirche. Eine Kirche? Ja, für alle. Damit wir an Jesus Christus dienen und glauben. Wenn Sie aus dem Bahnhof rauskommen und sehen dieses Gebäude hier, was noch im Bau ist, wie finden Sie das? Ja, noch finde ich es gut. Ich bin es ja gewohnt. Ich komme aus Bremen. Wie fanden Sie das denn vorher, bevor das hier gebaut wurde? Vorher fand ich es nicht so schön. Ist jetzt schöner? Ja. Und wenn Sie entscheiden hätten können, was anderes, hätten Sie sich auch was anderes vorstellen können für den Platz? Nee, da habe ich mir keine Gedanken drum gemacht. Also wenn ich das jetzt so angucke, was es zu werden scheint, ist das so ein viereckiger Klotz, der so ein bisschen aussieht. Also ich bin so ein leichter Star Trek-Fan von den Borg, die so viereckige Würfelkästen haben, wo ich dann immer denke, das ist doch kein Raumschiff, das ist doch kein Gebäude in dem Sinn. Das sieht doch nach nichts aus. Das sieht einfach nur nach Sichtblockade aus, sonst nichts. Was hätte man da hinsetzen können? Ein Gebäude mit Räumen für Menschen, die überhaupt noch nicht mal ein Dach über dem Kopf haben, die auf der Straße schlafen müssen. Fällt Ihnen außer den Wohnungen jetzt noch was anderes vielleicht ein, wenn Sie was zu sagen hätten, was man da hätte hinsetzen können? Ja, eine Kultureinrichtung zum Beispiel, was ja vorher auch da gewesen ist, ein Skaterplatz. Und dass man das dann eben halt ein bisschen als Gebäude so vielzweckmäßig hätte machen können, dass Menschen, die kein Geld haben, dann trotzdem auch mal am Leben teilnehmen können, was ja im reichen Deutschland immer weniger wird. Ne? Also irgendwann sind wir an dem Punkt, dass einige haben alles und der Rest hat nichts mehr, muss vergammeln und verrotten und so weiter. Und das in Deutschland, das ist ein bisschen traurig.